Okay, hallo, Morrowind hier. Spielen wir hier und wir spielen Morrowind. Ich möchte hier kurz was sagen. Ich bin hier gerade auf Pause quasi, weil ich geladen habe und ich werde gerade von hinten scheinbar angegriffen. Ich möchte vorher noch was sagen kurz, bevor ich anfange. Und zwar, ich habe mittlerweile, glaube ich, 53 Subscriber. Das hier ist quasi jetzt so ein 50 Abonnenten Special, wie das scheinbar so üblich ist. Und ja, ich habe mir da nichts Großartiges überlegt. Ich werde ganz einfach diese Folge und nur diese Folge, also falls ihr jetzt verwirrt seid, weil ihr plötzlich kein Wort mehr versteht von dem, was ich spreche, das ist nur diese Folge so. Ich werde diese Folge im Wiener Dialekt bzw. in einem Mischmasch aus österreichischen Dialekten machen. So wie ich heute normal rede, eigentlich. Manchmal werde ich es wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, ins Extreme hinausziehen, weil es einfach lustiger ist. So, fangen wir an. Ich fahre dem jetzt einmal ins Leben. So, der ist einmal down. Okay, letztes Mal... Hallo, jo. Passt. Letztes Mal sind wir von Balmora dahergerannt. Ja. Und wir wollen daher. So. Und zwar, was wollen wir dort eigentlich? Wir schauen unter Themen. Gildenbeitrag. Genau. Der Chef von der Magiergilde wollte, dass wir da hingehen nach Punabi und dort einen Gildenbeitrag einkassieren. Jo, und darum sollen wir nach Marandus und von dort aus kommen wir dann irgendwie nach Punabi. Jo, das ist alles ganz leibend. Und so. Wir sind auf diese Ruinen oder whatever gestoßen und die werden wir uns jetzt einmal anschauen. Aber zuerst werden wir den Haverer da aus dem Weg räumen. Und da ist ein Skamp. Der ist aber nicht so freundlich wie der, der mir Sachen ankauft. Und er macht ziemlich warme Geräusche. Gut, hätten wir das auch geklärt. Was gibt's da? Ich hab irgendwie das Gefühl, dass da nichts Gutes auf mich wartet. Das schaut aus wie eine Tür. Ashuntares-Schrein. Okay, kann ich da... Jo, kann ich. Gut, ich werde einmal rasten und dann schauen wir da mal eine. Aber zuerst werde ich noch speichern vielleicht. Ist vermutlich nicht die schlechteste Idee. So. Was haben wir da ausgerüstet? Das dämonische Tanto. Da werden wir uns gleich einmal einen Dolch beschwören. Was ist? Achso, ich habe einen. Hoppala. Ich habe Heilungszauber ausgewählt gehabt. So, das ist der Dolch, den wollen wir haben. Da schauen wir mal rein. Das schaut irgendwie so aus, wie wenn da dämonische Viecher auf uns warten würden. Das ist aber ein Ork, oder? Ja. Und der ist nicht schwach. Holala. Jo, der Haverer kann's. Gut, der ist mir ziemlich ins Leben gefahren. Ich glaube, da werden wir ganz einfach nicht. Was ist? Achso. Gebüte. So, Kurzwaffe hat sich verbessert. Alles schön und gut. Wir werden uns da trotzdem schleichen. Und zwar, wir werden uns das merken vielleicht. Schauen wir da ein anderes Mal hin. Wir müssen dorthin nach Marandus. Was ist da? Was ist das? Das ist ein Clan-Ban oder irgendwie so. Den habe ich schon öfters beim Ladescreen gesehen.
Das Viech ist aber eigentlich relativ stark, kommt mir gerade vor. So, einmal... ich will einen Zauber machen, und zwar schnell. Hallo, Zauber. Puh, okay. Das wird knapp. Und da kommt so einer auch noch. So, das war mal nicht schlecht. Clan Ban, der hat ein D3-Herz. Aha. Aha. Das ist dann quasi eh so ein D3-Viech, ne? Ich kenne die D3 eigentlich nur aus Oblivion. Was? Achso, das ist ein Kaguti. Jo. Ich kenne die Tetra eigentlich. Boah. Alter. Nur aus Oblivion, weil. Ich glaube, Tetra sind die Viecher, die was in die Oblivion-Tore sind, oder? So, da gehen wir wieder mal da eine. Ich habe nicht gespeichert, gell? Oh, das lassen wir bleiben. Hoppala, da schleichen wir sie wieder. So. Und wir wollen da um. Ah. Gebüte. So. Ein erkrankter Klippenläufer. Soll es auch geben. Aha, und das ist jetzt Marandus, nehmen wir mal an. Da oben ist einer gestanden. Die Frage ist jetzt, ist der grantig oder ist der lieb? Ich nehme mal an, weil ich muss ja eigentlich nicht nach Marandus. Ich muss ja eigentlich nach Punabi. Das wird wahrscheinlich in die Richtung dann sein, nicht? Aber wir schauen trotzdem mal da rauf. Ob die bessern oder freundlich. Ich mache mir allerdings keine Hoffnungen, da gibt es sogar Stirn. Wir werden da mal speichern, sicherheitshalber. Und ich vergesse noch immer dauernd auf den Autosave. Könnt ihr eigentlich mal endlich einmal angewöhnen. Der greift mir immer nicht an. Sicherlich auf der Suche nach einer Taverne. Nun, ich bin sicher, dass ich euch dabei nicht helfen kann. Super, Haberer. Ich kenne euch nicht. Was wollt's? Der mag mich nicht besonders gern. Was kann ich ihm fragen? Ja, nix. Die neuesten Gerüchte hören wir uns an. Habt ihr es bemerkt? Dass trotz ihrer Bekanntmachungen die Rechte an Besitztümern zu schützen und Gesetz und Ordnung zu wahren, die Kaiserliche Legion doch herzlich wenig unternimmt, Mitglieder der Antisklaverei-Bewegung zu verfolgen und festzunehmen. Das ist doch ein bisschen heuchlerisch, meint ihr nicht? Jo, ist man eigentlich relativ blunzen. So, Marandus untere Ebene. Die Frage ist, gespeichert habe ich eh schon, wir schauen da mal rein. Was das jetzt genau ist. Das hätte mich jetzt eigentlich interessieren. Der es gibt kein Entkommen. Boah, der greift mich an. Boah. Okay, da habe ich jetzt eigentlich keine Lust drauf. Die Frage ist, warum greift mich der nicht an? Und was ist das? Gut, das werden wir ein anderes Mal erörtern. Ich hätte gern, dass mir das jetzt keiner sagt in die Kommentare, was das ist. Das hätte ich gern irgendwann selber auszufinden. So, und wir gehen weiter nach Punabi. Weil es war halt ganz leiwand, wenn wir da in dem Bad noch hinkommen. Täterten. Und wir laufen und laufen. Was ist das? Das ist Gna. Gua. Gua. Nicht Gna. So, machen wir den Meier.
Ist da am Boden auch was? Nein. Und da machen wir einen Kollegen auch noch Meier. Und irgendwas greift mir mit... Oh. Ein Schalk hat Feuerzauber. Was ist? Ah, geht eh. So, beschwören wir uns noch einmal ein Tanto. Ein Dolch, natürlich. Und... So. Passt. Jo, das war ein bisschen hektisch, aber... Gut, so, und jetzt schauen wir mal in aller Ruhe auf das Schild. Kantberg wollen wir nicht hin. Asarnibibiberg wollen wir auch nicht. Pelagiat, Balmora, Vivek, Molagma. Da wollen wir eigentlich überall nicht hin. So, dann schauen wir mal ins Journal. Und gehen auf Bunabi. So, die nördlich der Festung nach Molgmur geht an der Dwemeröne vorbei, da waren wir schon. Osten bis zu einem See. Ihr werdet Marandus im Süden sehen. Ich werde die Festung auf eurer Karte markieren. Nehmt vom Marandus aus den Pfad nach Norden zwischen den Bergen hindurch. Bonabi liegt rechts und Solibund etwas weiter den Pfad hinauf. Links. Folgt einfach den Wegweiser nach Molagma. Aha. So, wir gehen in die Richtung, das ist nördlich von Marandus und da ist der See. Das müsste eigentlich passen und da geht es nach Molagma. Also ich denke mal, dass wir da ganz gut unterwegs sind. Da ist ein Klippenläufer. Komm her, ich mach dich auf. So, das war mal einer. Erkrankt, der Klippenläufer ganz nebenbei. Und was ist das? Das ist Bunabi. Achso, Bunabi ist eine Höhle. Alles klar. Na, ich habe eigentlich geglaubt, dass das eine... Die greift mir hoffentlich nicht an, oder? Na. Mann, weh, das ist eh die, glaube ich. Gildenbeitrag, den ich gerne einholen, bitte. Ich verließ die Magiergilde und widmete mein Leben dem Studium der adaptiven Reaktionen quaternärer Variationen in Strömen des Vergessens. Wenn Ranis Atruis den Beitrag so sehr benötigt, dann bezahle ich ihn doch selbst. Solch banale Geldangelegenheit. Dann bezahlt ihn doch selbst. Also, die würde sie zahlen. Sicher nicht. Solch banale Geldangelegenheiten scheren mich nicht. Aha. So, was sagt die. Wie hat's geheißen? Wo ist denn der Schmorn? Boah, das ist ja urweit hinten. Na, wischt. Gildenbeitrag. So, darf ich die killen? Treibt ein, was sie uns schuldet. Manwe hat seit Jahren keinen Beitrag mehr. Angeblich untersucht sie gerade in der Nähe. Wenn ihr sie davon überzeugen könnt, ihre Beiträge nachzuzahlen, werde ich diese mit euch teilen. Ansonsten tötet sie. Tjo, dann wäre ich ganz einfach jetzt leider dein Leben beenden müssen, fürchte ich. Sprecht zu mir. Naja, ich lasse lieber meine Klinge sprechen. Das. Naja, das war jetzt nicht besonders beeindruckend eigentlich. So, was hast du? Einen Ring, den nehme ich gerne. 200 Draken nehme ich auch gerne. Das Gewand kannst du halten. Und den Rest. Ah, da haben wir aber Schwammerln. Schwammerln sind immer leiwand. Und die Zeit ist gleich aus. Das heißt, wenn ich meine Schwammerln alle eingesammelt habe, dann werden wir einen Schnitt machen. Gut, oder wir schauen noch ein bisschen weiter nach hinten. Ja. So, ich mache jetzt, nehme noch die Schwammerl da und dann mache ich einen Schnitt und nächstes Mal schauen wir uns an, was da hinten so los ist. Weil ich habe so das Gefühl, da ist eine Party in der Haus. Also, bis zum nächsten Mal, Burschen. Ciao und Servus.